Lieben Sie Tiere, würden Sie gerne Tier- und Tierhalter mit alternativen Methoden unterstützen? Im WIFI, derzeit in Linz, Wels, Gmunden und Salzburg, findet der Diplomlehrgang Energetische Tierkinesiologie statt. Silvia Grübel, seit dem Jahr 2000 als Kursleiterin tätig, hat diesen Lehrgang zusammengestellt. Sie unterrichtet die Lehrgänge in Linz. Durch den optimalen Kursrhythmus von 1,5 Tagen pro Monat dürfen wir auch immer wieder Teilnehmer aus verschiedensten Bundesländern Österreichs als auch aus Bayern in den Kursen begrüßen. Gudrun Scharax leitet die Kurse in Salzburg und Gmunden. Vorkenntnisse brauchen Sie nicht. Einige Lehrgangsabsolventinnen haben sich begeistert bereit erklärt, unsere Arbeit mit Tier und Tierhalter im Video vorzustellen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Tierenergetik und Tierkommunikation. Die Lehrgangsabsolventin Nicole Pretterer beschreibt: Bei meiner Arbeit als Tierenergetikerin geht es darum, den Energiezustand des Tieres zu erfassen und zu verbessern. Denn wenn die Lebensenergie sinkt und dieser Zustand längere Zeit anhält, kann das Auswirkungen auf die Körperfunktionen und das Immunsystem haben. Auslöser für solche Blockaden können sehr unterschiedlich sein. Nur um ein Beispiel zu nennen, ich nehme mir meine Einhandrute, meinen Tensor zu Hilfe und teste, ob das Tier vielleicht das falsche Futter bekommt. Grundlegendes Element der Kinesiologie ist der Muskeltest. Ich als Tierkinesiologin teste, wie der Muskel auf ein Wort, eine Situation oder eine Substanz reagiert. Je nachdem, ob eine Energieblockade oder eine Unverträglichkeit vorliegt, testet der Muskel stark oder schwach. Die Chakren, Energiekreise im Körper. Ein jedes Lebewesen hat 7 Hauptchakren und seine eigene Farbe. Bei meiner Ausbildung zur Diplom-Tierkinesiologin am WIFI in Linz unter Lehrgangsleitung Silvia Grübel habe ich die Chakra-Clearing-Methode der Hauptchakren am Tier erlernt, welche ich bei meinem zukünftigen Wirken als Tierenergetikerin sehr gerne anwenden werde. Der Tod eines Vierbeiners ist ein schmerzhaftes Ereignis. Ein für mich wichtiger Bereich meiner zukünftigen Arbeit ist die energetische Sterbebegleitung für Tiere. Ich möchte sowohl das sterbende Tier als auch den Tierbesitzer einfühlsam unterstützen und begleiten, den letzten Weg etwas leichter machen. Nach dem Tod des Tieres versuchen wir gemeinsam einen würdevollen Abschluss zu finden. Lehrgangsabsolventin Magister Stefanie Leutgeb beschreibt: Jedes Tier verfügt über ein sich selbst regulierendes Energiesystem. Bei Stress jedoch geht diese wunderbare Eigenschaft verloren. Als Folge prägen sich negative Faktoren ein und lösen unerwünschte Verhaltensweisen aus. Mit der Stressgrafik eruiere ich den momentanen energetischen Zustand Ihres Tieres. Ich stelle gemeinsam mit Ihnen die Körperharmonie mit einfach auszuführenden energetischen Maßnahmen wieder her. Sie erlernen in dieser Ausbildung in 84 Kurseinheiten interessante Methoden aus der Kinesiologie, der Energetik, der kraniosakralen Balance, informieren von Globuli, austesten mit dem Tensor und vieles mehr. Über Tierkommunikation erhalten Sie einen kurzen Überblick. Tierkommunikation nach der Mantanka-Methode ist ein eigener Diplomlehrgang, den die Begründerin Silvia Grübel im WIFI Linz als auch in ihrer Praxis unterrichtet. Ich freue mich auf voll tierische Klienten.